Religiöse Symbole und Inszenierungen. Sie berühren oder verführen. Münsteraner Wissenschaftler fragen nach der Entstehung und Bedeutung von Inszenierungen für die politische, soziale und religiöse Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart. Dieses Thema ist eines der vier Forschungsschwerpunkte am Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster. Viele der Inszenierungen in unterschiedlichen Epochen und Kulturen sind natürlich von religiöser Symbolsprache geprägt. Es sind religiöse Rituale, die die weltlichen beeinflussen, aber auch umgekehrt. Und dieser Prozess ist eigentlich spannend, fast bis heute. Die Aktualität unseres Clusters wird natürlich dadurch befördert, dass es im Grunde genommen Formen religiöser Gewalt in der Gegenwart gibt, die eben die Menschheit wirklich bedrohen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die wir genauso in den Blick nehmen wollen. Also insofern würden wir uns sehr verwahren, wenn man unter Gewalt die Gewalt des Islam allein versteht. Seit 2007 untersuchen rund 200 Forscherinnen und Forscher aus 20 Fächern der Geistes- und Sozialwissenschaften und aus 11 Nationen in Münster das komplexe Verhältnis von Religion und Politik. Die vier Themensäulen sind Inszenierung, integrative Verfahren, Gewalt und Normativität. In einer Pressekonferenz stellt Professor Althoff, der Sprecher des Exzellenzclusters, das Thema der kommenden Ringvorlesung vor. Wir suchen in den Ringvorlesungen ganz bewusst Themen, die eigentlich ein Einzelner von der Kompetenz her gar nicht bearbeiten könnte. Ein Thema war etwa die Friedensstiftung und Vermittlung, die vom Mittelalter bis heute und auch schon in der Spätantike eine große Rolle spielt und heute ja geradezu brandaktuell ist, sowohl international als auch national. Der aktive Dialog mit der Öffentlichkeit hat einen hohen Stellenwert und verspricht spannende Einblicke auch für Nichtwissenschaftler. Wenn Sie sich die Amtseinführung von Obama angucken, wie viele religiöse Ober- und Untertöne da drin waren, wie viele Legitimationsstrukturen da aus religiösen Bereichen in Anführungszeichen geklaut waren, das ist doch ganz spannend. Dieses Thema ist eine einmalige Chance, dass Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Fakultäten zentrale Fragen beantworten, die die Menschen heute umtreiben, nämlich, was ist eigentlich los mit der Religion? Welche Bedeutung hat Religion für Politik? Welche Bedeutung hat Religion für das Zusammenleben in der Gesellschaft? Was hat eigentlich zum 11. September geführt? Wie können wir das verstehen, dass es Selbstmordattentäter gibt? Und da werden ja oft in den Medien sehr kurzatmige, tagesaktuelle Antworten gegeben. Das muss ja auch so sein. Aber wir versuchen, grundlegende wissenschaftliche Forschungen dazu zu treiben, um dann wirklich auch fast im Sinne einer Politikberatung vernünftige Antworten geben zu können. Grundlage für Verständnis ist Wissen und die Kenntnis sehr unterschiedlicher Betrachtungsweisen zu einem Thema. Professor Helene Basu referiert heute über Pakistan und Indien. Durch die vielen Facetten erfreuen sich die Ringvorlesungen großer Beliebtheit. Professor Basu ist Ethnologin. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in Indien. In dieser Themensäule geht es um Integration und integrative Verfahren. Und dafür ist die außereuropäische Perspektive unverzichtbar. Professor Basu untersucht den Umgang mit psychischen Erkrankungen, sowohl aus religiöser als auch aus politischer Perspektive. Konkret sieht es so aus, dass ich zum Beispiel an einem muslimischen Heiligenschrein forsche, der ein Zentrum darstellt für die Behandlung von Besessenheitskrankheiten. Das heißt, ich halte mich wochenlang an diesem Heiligenschrein auf und spreche mit Kranken, mit Ritualexperten, mit Psychiatern. Das ist eigentlich das Wichtigste in der Ethnologie, dass man aus der Perspektive der Menschen, um die es geht, versucht zu verstehen, wie die ihre Welt konstruieren. Es ist unheimlich befruchtend, weil das, die Inhalte, die dort rübergebracht werden, ja sehr aus verschiedenen Fachbereichen kommen, die in diesem Cluster zusammengeführt werden. Es ist hier so informativ, dass ich immer mit neuem Wissen nach Hause gehe. Kriege und Gewalt im Dienste der Religion. Aber auch vermitteln und Frieden stiften. Diese Phänomene zu untersuchen, ist ein weiterer Schwerpunkt des Clusters. Die Historikerin Professor Stolberg-Rillinger kann dabei vor Ort forschen. Die Stadt Münster ist ganz besonders geeignet, um dieses Verhältnis von Religion und Politik zu thematisieren, weil Münster ein zentraler Erinnerungsort ist, wo drei wirklich
wesentliche Ereignisse stattgefunden haben, nämlich zum einen das Täuferreich aus der Reformationszeit, ein fürchterlich gescheiterter Versuch, wovon diese Täuferkäfige am Lamberti-Kirchturm zeugen. Dann zum anderen der Westfälische Friedensschluss, der ja einen zum Teil konfessionell motivierten, ganz furchtbar blutigen Bürgerkrieg beendet hat. Man kann hier sozusagen sehen, was für ein großer und europaweit relevanter Kongress das war. Und schließlich, Münster ist berühmt für das Auftreten des Bischofs von Galen, der als einer der ganz wenigen Amtsträger der katholischen Kirche sich gegen die nationalsozialistischen Verbrechen öffentlich gewendet hat. In der Graduiertenschule des Clusters beschäftigen sich 45 Doktorandinnen und Doktoranden mit Themen, die sich an den vier Forschungsfeldern orientieren. Bei Sven Speer geht es um die Untersuchung von gesellschaftlichen, politischen und religiösen Normen. Ich untersuche die Religionspolitik der deutschen Bundesländer und da gibt es beispielsweise am Religionsunterricht, wenn wir uns das anschauen, Unterschiede. In Bayern gibt es eine starke Unterstützung für den Religionsunterricht. Das nimmt dann nach Norden hin in der Bundesrepublik ab. Und in Berlin beispielsweise haben wir Religionsunterricht überhaupt nicht als Pflichtfach. Jahrtausende alt und hochaktuell. Das Spannungsfeld Religion und Politik. Der Münsteraner Exzellenzcluster widmet sich ganz den Grundfragen des Zusammenlebens von Menschen. Denn es sind wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die unser Verständnis erweitern und damit Orientierung geben.